Ich bin Abigail. Ich bin aufgewachsen in Williamsburg. Ich Jiddisch ist mein Mamelution. Pronomen. Pronomen. Pronomen sind sie und ihr. Okay, ich bin Jana, ich bin von Polen und meine Pronomen seien sie und ihr. Ich habe sie ausgelernt, stuck in der Akademie. Schuli, kannst du sagen, ein bisschen wegen dein Jiddisch? Ich heiße Schuli Elisheva. Ich habe sich gelernt Jiddisch als Erwachsener mit 11 Jahren zurück. Aber ich rede Jiddisch in der Heim mit unserem Sohn, was ist 5 Jahre alt. Es ist sehr modern. Es mag gewesen sein Tata löschen und jetzt ist sein Mama löschen. Ich weiß die meisten mit den Transminiker Älteren. Es ist sehr modern. Aber er hat ein Fließig in Jiddisch und mein Jiddisch ist damals gemischt, weil dem ersten Sommer habe ich nicht gelernt in den Klassen, ich habe nur gelernt durch ein Lernen Bücher und Herren Musik und schreiben schreckliche Poesie. Das ist geworden ein bisschen besser mit der Zeit und reden mit Menschen. Mein Jiddisch ist damals ein Gemisch von verschiedenen Dialekten und es hat mich nicht, das ist natürlich so. Ja, das ist mein Jiddisch. Ob ich mir sagen, der chassidische Jiddisch, Heinz, die Türks, ist auch jetzt bei MS gemischt. Ja, das ja. Heißt, vielleicht ich bin aufgewachsen. Das heißt, meine zwei Seides sind eine gewesen von Polen und eine ist aufgewachsen in Rumänien, aber seine Eltern sind beide gewesen von Ukraine. Und sie haben geredet sehr anders. In Heinz, das chassidische Jiddisch ist der klar, das mehr von der polnische, ungarische, aber sie haben auch Werte von der rumänische, von der. Nicht Mamisch Russland, aber Marev, von Marev Russland, Ukraine, von die, Ja, der Mann ist gesagt, wenn man redet von litwischen Jiddisch, und polnischen Jiddisch, und ukrainischen Jiddisch, man redet von Jiddisch von 100 Jahren zurück. Ja, und ich halte es mit auch neue Namen für die verschiedenen Dialekten, Heinz, weil nicht nur mehr kein Lied von 100 Jahren zurück, nicht nur mehr kein Ukraine von 100 Jahren zurück. Wir haben verschiedene chassidische Jiddischen und Zeit wie Zeit. Ja. Okay, Tanja, kannst du schon sagen, ein paar Wörter wegen sich? Wer bist du? Ja, gerade. Shalom Aleichem, alle Menschen. Das ist Hanoi zu den Menschen. Und ich heiße Tanja, ich bin geboren geworden in der Ukraine. Ich wohne jetzt in San Diego, Kalifornien, und ich habe sich gelernt Jiddisch auf Sommerschulen über der Welt. Und jetzt lerne ich Jiddisch und Jiddisch Yoga. Meine Pronomen seien sie und ihr. Großen Dank. Und wer ist da? Sascha? Sascha, bist du noch dort? Ja. Ich bin Sascha. Ich habe sich ausgelernt hier in Schöchert in Universitäten von verschiedenen Verstädten und Forschen. Und jetzt für mich das Bequemste ist sie, wie er pronommen. Sehr schön. Ah, dank dir. Und dank euch. Und Zohar? Ja, שלום עליכם. Ich bin in Israel jetzt. Ich heiße Zohar Weimann Kalman. Was kann ich sagen? Ich habe lieb den Pronomen Ze, aber vor 10 Jahren habe ich euch getracht den Pronomen Ez. Und ich habe es geprobt zu verkaufen auf der Welt. Etliche Jahre. Aber in dem MSN, ich habe lieb Ze oder Sie. Und ich bin ein Professor hier in Ben Gurion Universität und ich lerne Englisch Literatur, aber ich habe geschrieben ein Buch wegen Poesie auf Jiddisch und Queer Theory. Ja. Was ist der Name von dem Buch? Queer Expectations. Queer der Wartung. Queer Expectations, a Genealogy of Jewish Women Poets. Zum Bedeuren, Schuli Elisheva, ich habe noch deine Poesie nicht gehabt in meinem Buch. Dein nächstes Buch wird sich stemmen, es wird sein im Buch.
Dus is het wel, je kent dus bekijmen op de internet? Ja, ja, het is op Amazon en al die dingen. Ik kan je ook het PDF schicken over de hotel, ken hem niet. Ja, ik ken hem niet vertellen. Ja, over... Ja, het is... Ja, we reden wegen hem später. Oké. Ja, voor wat net. Oké, Sorem, heb je een zogene best? Yo, shalom aleichem. Ik ben Sora. Ik ben een studentke van Yiddish. Ik heb geleerd zich Yiddish. Ik heb aangehoven te leren zich Yiddish met de poor Yorsi Week bij het Yiddish en Bicher Center. En ja, zo schön te zijn daar. Oh, en die pronomen, hast du schon gesagt? Jo, ik nutz sie pronomen. Oké, dank. Wer noch will reden? Aaron Efscher? Ja, ich heiße Aaron Borstein. Ich bin aufgehoben gewesen in a Lodger, a jüdisch redende Heim. Seit ich habe mich verschrieben für Jiddisch-Klassen in Klar Jiddisch, gedei zu verbessern mein Lernen, sie haben gemacht a Teil von meinem gewesenen polnischen Akzent. Und wenn ich rede Jiddisch mit meinen Eltern, sie pflegen Jiddisch, klingt das so wie Jigar und Schumacher. Und jetzt in die Klar Jiddisch-Klassen, mein Jiddisch ist geworden ganz gemischt und es ist mir passiert also wie bei allen, wo sie nehmen Jiddisch-Klassen. Nun, ich wohne in New York, ich wohne Leibling etc. mit meinem Mann Vincent. Mein Mann lernt Jiddisch in Indiana mit Dave Fried und sein Jiddisch ist sehr, sehr gut gewesen mit Dave Fried. Und mein Pronomen ist er und er. Uni, ja, das ist es. Oh, ja. Okay, einen großen Dank. Pam, kannst du folgen? Ich heiße Pam, ich bin a Sie. Ich wohne in England, ich bin geboren in Kanada, in Winnipeg. Ich bin gewesen a Talmide in Peretz Volksschule. Man gerät a Klau Jiddisch, aber in der Heim hat man gerät a Galiziane Jiddisch. Galiziane, ja. A Galiziane, ja, schöne Galiziane Jiddisch. Man sagt es in Galizien, ja. Mit a Sach Englisch. Die Mama, sie ist gemacht 99, sie redet das so. Nu, nog meer toek Ellen McGain shoppen. Ik wil kopen adres. Ellen McGain voor een wok. Nog meer. Nu, als ooit redden ze. Zeg, zeg. Dus dat is zoals je doet. Ik weet dat je de weest. Dus een gesiddische gemeente. Dat is Babiv. Mijn mam is mijn spoche. Die eerste. In de Marijnenklicht van die eerste poel Babiv en Rebbies. Dus ze zijn eigenlijk. Ze komen ook uit van Galicië. Hand wonen ze in Borenpark in Brooklyn. זה יום זהר עסך, סאטמר למושל, רט עסך ואינגר אינגליש ויבובב. בואו את זהר עסך אינגליש וזהר יידיש. אז זה רדין הנמסר, גליציאנר יידיש. אומר מת עסך, זה זהר קיוט, ציגן אונגטין מדי גלאסת, את זהר עסך. יו, יו, זה גלאסת. עסך כגליציאנר יידיש מת עסך אינגליש, יו. יו, יו. So you read the Canadian. Yeah. Aha. So you read the Mexican reading. I had done in San Diego. Yeah, this is like. Over with Spanish, not with English. With no, the was born in San Diego. I don't know with English. The was born in noch in Mexico. With Spanish, like. Okay, dann Cindy. Kann sagen etwas euch. Yeah. Ja, ich bin Cindy Paley oder Shoshanele. Ich wohne in Los Angeles. Ich bin eine Sängerin auf jüdische und hebräische Musik und Volkslieder. Und ich lerne jetzt mit. Ich lerne jetzt mit Arbeiterin Jiddisch. Ich habe angehalten zu lernen Jiddisch in der Kinderschule, wenn ich bin ein kleines Kind. Aber wir haben nicht gelernt, das Sache Jiddisch. ein bisschen Jiddisch haben wir gelernt. Und das ist alles. Danke. Ja. Okay.
Na, dank voor het komen. Oké, Gloria? Mijn pronomen... Oh, entschuldig, ik heb vergessen. Mijn pronomen zijn sie en ihr. Mhm. Dan. Ik ben Gloria Fein. Ik woon in Amsterdam, schijna 40 jaar. Dus ja, gewoon... Ja, als zo, dat is begin. Ik ben daar, en je wilt komen, ben je wat ja, oké, ik hoop dat je daar door wilt zijn. En dan misschien ga je... Ja, ik kom over hoffentlich next jaar, ik kom in de ja, werd ik me aanroepen, ja. En ik... ik ben opgewachsen in New York, in Brooklyn. Gegangen 10 jaar in Yeshiva. Bij ons in Stubert mijn gerät Jiddisch. Wie ihr hört, ich bin von die wenigen, ich bin gewesen in Yeshiva, echt een van die einzige Litwatschkes, was sind gewesen dort. Und ich sehe jetzt, das ist sehr wichtig, als es sehr, sehr wenig Litwak was reden Jiddisch. Ja. Als ich habe das genommen für sich, onze heeft meer, een bissel meer maken met mijn staf. Maar dat niet vergeten als het door eigen Litwisch niet is. Ik ben van die winzige, ze niet al zag je de schisten daar, maar wat ik ken, mag ik door in Amsterdam met die. Ze niet al grijze traditie in ganzen in Amsterdam met die. Dus. En ik toch wat ik ken. Ja. En ik wil een ganse. Ik wende me, welke yeshiva bist je geween in New York? Ik ben geween in Onheim van bis de 8. Kleiner zo ben ik geween in Brooklyn Yeshiva, was het damals, dat is existiert jetzt niet. En nog dan ben ik gegangen in Central Yeshiva, de Yeshiva University High School for Girls. Oh, yes. Yeah. Een paar jaar. Maar in junior, in het dritten jaar, heb ik gezegd, ze zijn genoeg van me. En ik heb gegradueerd van Tilton High School. Ik ben gewenna, später ben ik gewenna Spanische leraar in Tilton. En mijn pronoom is, het ganze leven ben ik gewenna zie. En ik wil blijven maar zie. Ik kan niet dat weer af mijn leven, mijn elter. Zoek je een de Litwische en Jiddisch. Dus zoek heidisch en zoek het zacht beschrijven. Ik ben geween in Yeshiva, ben ik geween in de Catskills. Dus mijn vlek rief in de Boogspel. Ik ben in de Catskills. Onze Yeshiva. Dus er is een Siddische Yeshiva dort in Dorchen Zimmer. Die Yeshiva, wat ik ben geween, is geween dort na een ganse jaar. Is voor 10 Chadoshen, voor 10 Manaten, dus hij is 5 september, oktober, bis juli, ik ken niet doen dat. Mam is daar, ik doe geen Jiden, ik doe geen Goyen, ik ken niet doen dat. Dus we zijn nog eens, geen onze Yeshiva, we zijn een Chassidische Yeshiva, we zijn nog een Yeshiva, Yeshiva of South Wolfsburg. En zij zijn een van de enigste, zij zijn een van de enigste Litwische Yeshivas. We hebben nog zere schuren en zere klassen zijn er nog altijd in Jiddisch. En zij zijn een van de enigste in de Litwische wereld die studeren nog in Jiddisch. Ja, die mama is gekomen, we zullen van een kleine stad in de gegend van Tels. Dort moet men gaat dat zag je schieven in die tijd. En Peers, wat ze mij erzählt, had ze nog er zijn nog een gekomen. Wenn ze zijn aangekomen. Komen in Peilen, had ze er zijn peers, had ze gezegd, wel dort in Lied had men niet gehad, in de yeshiva zijn ze gewend aan de peers. Ja. Op de schetel, de vroegere kategorie woord, maar nog een gekomen had ze, zum ersten Mal, er zijn peers, als ze zag, was peers, ja. Ja. Zeg ze? Ja. Yeah. Yeah. Goed, dank. Stefanie, wilst u euch even zorgen? Okay, ja, ich habe Jiddisch gelernt von Bücher, vielleicht Bücher. Also ich habe 16, mit meinen 16 Jahren ist meine Sprache gegangen in die Schule. Also ich habe nicht gewollt lernen Hebräisch. Also mein Rede ist gewesen, also nein, ich will nicht Hebräisch lernen, also ich will Jiddisch lernen. Also ich habe gesucht einen Professor von Jiddisch, ein alter Freund. Also sie hat mich gelernt Jiddisch mit 16 Jahren in Israel. Also
Nachdem habe ich gelernt, Asach Bücher. Und das ist mein Jiddisch. Ich habe nicht mit Benjamin zu reden. Das ist mein Story. Ja, dank. Wunderlich. Ja. Mein Freund. Ja, pardon. Sie, okay. Dank. German, wir sagen etwas oder nichts? Ja, ich kann sagen etwas. Ja, Sholem Aleichem, ich heiße German, ich bin von Mexiko-Stadt und ich arbeite freiwillig für Jana. Und mein Pronomen ist er. Ja. Ja, danke. Baruch Abba. Jana, das Fun. Ich habe dich nicht gesehen, das ist ein Regenbogen-Fun. Ah ja, das ist von Pride Parade mit New York City. Wow, sehr schön. Wir haben auch LGBTQ-Themen und Diskussionen und so weiter. Sehr schön. Du wirst noch sehen, andere. No. Okay, okay. Anders. Kaylee, ich weiß nicht, ob Kaylee kann reden, weil sie ist in einem Sommerkurs bei Nivo. Schön, okay. Ich bin nicht sicher. Ob sie will ja reden, kann sie etwas sagen. Ob nicht, kann ich gleich reden, ein bisschen wegen, was wir waren. Da kein Ton. Also ich bin Jana und ich führe an mit unserer jüdischen Organisation in San Diego. Das ist eine Versammlung für jüdische Künstler, Akademiker und Lehrer. Und jeden Dienstag haben wir ein neues für avancierte Studenten. Beschaff dem Festival Mameloschen haben wir ein paar spezielle Gäste. Und Abi Stein ist unser spezieller Gast Heinz. Ich habe gefragt, Schuli Rischewa zu seiner Vorsitzerin von dem Programm Heinz. Und Schuli ist Kompositorin, eine Jüdischistke und eine Jüdischlehrerke. Ihr werdet sich wissen wegen Schuli ein bisschen mehr Sonntag, weil Sonntag hat sie Programm, öfter können sie reden wegen dem Programm später. Und Schuli, kannst du öfter sagen, ein paar Wörter wegen Abi? Eider, wir haben unsere Diskussion. Es ist sehr schwer zu sagen, wer ist Abigail Stein, weil ich meine, dass alle wissen schon, wer ist Abigail Stein. Sie ist aufgewachsen in New York, in Vishnitsa Yeshiva und mit was bin ich für zurück? Kima 10 Jahre zurück. Bis zur Reis in der chassidischen Welt, ja? 8 Jahre. Weißt du was? Actually, kannst du allein erzählen ein bisschen wegen sich? Was, ja, das was, ist in deiner Meinung, was sind denn die same interessantesten Sachen, was du willst, als man so wissen darf, geheint, darf in dem Programm? Ja. Ich habe gedacht von etwas. Ich weiß nicht, dass es möglich ist. Ist es möglich für mir zu weisen jedem ein Video? Das Video, was ich habe gemacht mit der Vorwelt in Jiddisch, das ist ein Video in Jiddisch. Und das ist ein teurer, ich weiß nicht, ein teurer von einer von meiner Seite. Das ist einer von den ersten chassidischen Rebbes. Was ist auch in Englisch, ein Teil davon ist auch in meinem Buch. Und ich meine, also das geht helfen, ein bisschen für Menschen zu verstehen, ein bisschen von wie ich komme. Ich meine, es ist sehr schön, das ist auch in Jiddisch. Ob jeder ist fein mit dem, ich meine, ich gebe das Wagen für jeden. Ist das okay? Ja? Ist das okay? Okay. Okay, kann jeder kann sehen, was ist auf mein. Ja. Ja, muss man sicher machen, dass das da. Okay. Jetzt kannst du hören auch nicht? Sehr gut. Alles ist gut, mir gefallen. Ich bin Herr mein Name ist Abi Stein. Ich bin aufgewachsen in Winnersburg und ich bin in Manhattan. Ich bin ein Student in Columbia University. Ich will mit allem denken, dass was heute, was. Es sei nun zu meinem Herz, es meint von mir sei das Sachen, es sei eine sehr starke
message. Ich bin aufgewachsen damit, mamisch nur ein bisschen, aber ich habe es kein Wunsch gekannt lernen auf dem Weg, wie ich lerne es hand. Diese Wartheure kommt von einer Cipher, was heißt Rüsende Reise. Es ist eine Cipher, was ist geschrieben geworden, in Beerich, so dass ich in Beerich in der Unheil von dem 19. Jahrhundert. Die Cipher ist Likert, so zusammengenommen von einer Sachte Wartheure von verschiedenen chassidischen Rebbes, von den ersten zwei Deures und den chassidischen Rebbes. En dat is bij keer zijn schrapingen en zijn toeren die zijn meer kabula, meer mysticism. Dus het is niet voor jede meinem, niet voor jede verstaat is. Dus die stikkel beglaal is ganz gering te verstaan. En dat is geschreven geworden door Rebchiel Mechel van Zlotjewer, Mechel van Zlotjewer. En de sibbel van wist ik veel deze zaam, de eerste de waardtoeren van zich geschreven, denk ik, is twee zaken. Koiden Kool. Ich bin bei der 10. Tag oder der 11. Tag von Remechel aus Lotschewer, direkt Einekel, und es meint, er sagt zu mir. Das ist auch, dass ich heute, wenn ich bin rausgekommen bin, zu meiner Tate, als transgender woman, das ist das, was ich habe ihm gesucht, ich habe ihm geschickt, und es ist gewinnig, nicht ihm zu kennen, überweisen, dass das existiert. Es ist gegangen, als ich war, als vor dem hat er gewollt, und vor allem gewissen, dass das heute hat er gewollt, als es nicht so als eine Sache. Nachdem ich aber es gewesen, hat er gesagt, dass ja, er möchte, dass Transgender existiert, er möchte, dass er mit sie ist. Er glaubt noch nicht, dass ich kann wissen, dass es wer ich bin. Obviously, ich halte mich nicht mit der Maske mit dem zu ihm, aber das ist er gesagt. So, das hat eine sehr starke Meinung zu mir und ich wollte das sehr mit ihm. So, der war teuer, er hat ich meine, dass es ein paar Stolz ist, und er hat wegen Yitzchak gewinnen. Der Maße, was er geht darauf, ist der Maße mit Yitzchak in Rivka. Als er nog geen kinderen van 20 jaar. En nog een tijd als Yitzchak en Rivka bij de spal geweest zijn bij Sheffer zonder hun kinderen. En de poestig zoekt nog dat Vayetar Loi Hashem. Als de Eibishter geënferd zijn het veel is. Is de Gemara en andere vragen zijn ook het waarom ze de Eibishter geënferd zijn het veel is en niet hier het veel is. Waarom ze Vayetar Loi en niet te beden van zijn. Dus dat is een enfer wat man zei door Michaelis Lotje bezocht. En ik ga eens voorlijn vragen. Ik ga zoeken door een koeidisch in de Yiddish. Er sagt so, Ilam ha-Kavuna, wieso ich mich kann verstehen, was der Geid fuhr? Er sagt, der Neuda, der Yitzchak, Neulet, bin ich mit Nekwe. Er sagt, dass Yitzchak Gewini ist geboren geworden mit einer Schumme von einer Frau. Geboren geworden mit einer Schumme mit einer Meidl. Er kann mich schon küsse, weil er Rechaim akudisch. Er sagt, dass der Rechaim schreibt schon auch dieselbe Sache. Also Yitzchak Gewini ist geboren mit einer Schumme von einer Meidl. Und er sagt, dass wegen dem, nur weil ihr da hier keine Heule nicht mit der Charla spielt. Nur noch da keine, noch da keine Sitzchak, nur Demmels hat er bekommen, den Schmiff in der Suche. Was meint das, bis Demmels hat er nicht gekannt, um keine Kinder. Wegen bis Demmels ist er gewähnt an der Schmiff in der Meidl, in der Meidl, in der Meidl hat er gehalten, keine Kinder. Sagt er so, Rag so ist neu der Seider Agel Gielem, das weiß mir eins, aber so ist der Geide Seider von Agel Gielem, von Agel Gielem, wenn so eine Schmiff kommen, er rup noch einmal auf die Welt. Als ihre Poemen eine Kaive zu Seuviv geben, zumal eine Meidl, eine Frau, ist in der Gift von einem Mann. Kibesibes hat Gilgal nicht mit einer Kaive zu besuchen. Wegen der Injunum von Gilgal, er geht nicht an eine Kassache, eine Schmerzbrief von Wuss und von Wenn, aber wegen der Injunum von Gilgal, es geschieht einmal, als eine Schumme von einer Meidl, und es ist nicht nur eine Schumme, als eine Meidl, bei der ich klar, soll geboren werden in der Gift von einem Mann. Noch in sagt er, wenn man eine Kaivasch das Seuwe begeht, ob das ist eine Meidl in der Schumme von einem Mann, das ist eine Meidl in der Gift von einem Mann. Und der Mensch hat Chassan mit einer anderen Meidl, schneiden eine Kaivasch einem Lieden. Zwei Frauen kennen eine Schumme keine Kinder. Nur was denn? Raga, der Maas hat Teuf, mich lief in einer Schumme. Zumal, bei einer Sibbe Schei, von welcher Sibbe soll es sein, kann sein, als deine Schumme wird aufgetauscht, und durch dem kennen sie auch Kinder. Ele Yitzchak ich lief ja ne Schumme. Und von Yitzchak hat man aufgetauscht den Schumme. Wegen dem ist ein Maß, bei der Fichach leuwe leuwe. Von dem steht in der Pusik, als war Yatzer leuwe Schumme, der Eibestürke empfiehlt Yitzchaks Twilis und nicht Rivkas Twilis. Ki Yitzchak oi zulich leuwe du wa leuwe Rivka. Because Yitzchak ha gedaft huben a Yeshia. Rivka ist gewähn geht, Yitzchak ha gedaft huben a Yeshia. Es ist auch sehr interessant, als in dem Cipher Magid Maishurim von Rabbi Yosef Karo, von Rabbi Yosef, ist auch das eine ähnliche Wort. Und dann redet er wegen seinem Wab. Er sagt ihm, als der Magid sagt für Yosef Karo, für Rabbi Yosef, als einer von seinen Waben ist auch der Mann. Aber dort ist er mal, dass zum Mal, auf viele Oib,
a man sa hwm den sa zan a fro, cyn oedd a iawn cyndyd fegin sa wch dwi'n dod eich fiannit. Oedd a clain a chaelig fan o'r siwmwyd. A mwyl cyn zan, a zo'i bost i'ch asyn a pyrtyffol mit einem, fydd hot ia, cyn zan a fro, fydd hot a bislwf yn y siwmwyd fan a man, dem oedd cyn oedd a iawn cyndyd. Chaelig fydd i'ch ob a gyfydd a ffamodat oedd chybzai a stark, eithan a zai a clwyr a fertyr, gael ob omewn y caifyd a sylfyd gyfyd. Sa mwyl a fro is in the gif yn a man, yn eich maen oedd fydd a stark gyfart. Ik wil eens kijken waar we nou zijn en cultief. Is er koeig? Is er koeig? Ik weet niet of ik meen dat ze gewoon een beetje stil. Als ik meen, is het nog gewoon van mij of van jedem? Verkeerd. Maar ik weet ook, ik weet niet. Dus is op YouTube, iedereen kent dus. Alleen op zich. Ja, ik heb nog gemeen. Ik geld dat het zo zeer als geen woord. Maar goed van hem. Het is ook het. Het vertelt een beetje van mijn mispoche. Dus ik ben opgewachsen in een chassidische mispoche. Ik heb gezocht in Williamsburg. In het vleeg met de schrijf in Jerusalem. Jerusalem van Amerika. Mijn tante is bij me geboren geworden in Jerusalem. Een meisje met hem in Jerusalem. Mijn mispoches kimmen, mijn mama zat kimmen van Polen in Jugoslavië. Mijn tata zat is van de Oekraïne in Jerusalem. Achelik van mijn tata's mispoche gewoond in Jerusalem in een Eretz Yisrael voor hinderde jaren. Ik heb 12 geschwister. Ik heb 5 oudere schwester. Het is een kleine mispoche, ik weet niet wat je wilt. Ik heb gehad, in mijn mispoche alleen, is du, het is in mijn grotere mispoche, is du gewisse, we hebben mispoches van 18, 19 en afvillen 21 kinderen. Van één tante mama. Niet geen 32, van één mama. Wat is dit? Ja. Ik heb 5 oudere schwester, ik heb 4 jongere broeder en nog 3 schwester. Dus het is 5, 4 en 3. Dus we weten niet wie hier ik kan maar aanduiden in de nummeren. Mijn mispoche ook het kind van Rebbes, van chassidische Rebbes. Mijn tante is dus 10e dor van een Baal Shem Tov. De Meyasse, de founder van de chassidische beweging. Beide van mijn Rebbes zijn geen rabbunen. Beide van mijn zeden zijn geen rabbunen. Eén zede, mijn tante staat is een Rebbe. Ik ben opgewachsen beïker in de Zwischnitz Kehille. Maar ik heb ook gehad scheiches wegen mispoche. Dus hij is de baba van Rebbe is geween mijn vetter. De square Rebbe is geween akur van mispoche. Dus ik ben opgewachsen kennende zeer asach chassidische mispoches. Ik weet dat ik dat doe een of zwees die mispoche nemen. Van die, in het wilde schrijven van de koninklijke mispoches. De Rebbische mispoches in de chassidische wereld, maar mijn drie van mijn oudere babbe, ze nemen zijn geen titelboom halbe stam in Tversky, ze zijn alle nemen van grote Rebbische mispoches, gaan de terug 200-300 jaar. Ik heb studeren te zijn aan Roef, of Adayen, ik heb studeren te Halloche, studeert, gelerend. En van mijn kinderen is ook een studeert in de chassidische Jiddisch. En het vleeg me nog zo, en als die was gaan in de universiteit, zij studeren, in het leren. Niet leren, zij studeren. Maar ik meen ja, als je gaat dus even studeren. Ik ben geworden, ik heb een kind in mijn hoge, mijn smiege, toen zijn naar Rove, en ik ben 19 jaar oud. Ik ben ook dat ik ben demels gast in de gaten, en ik heb gezien, was het eind 8 jaar oud. Ik heb Chasnega bij die 18 jaar, dus is een normale mijn mispoche, geen van mijn geschwister. Dus heeft dus jongste, mijn jongste schwester is nog 16, dus hier nog is Chasnega. Maar goed, ze hebben alle van mijn geschwister, of de Chasnega bij de 18, of de Lechola poche zijn ze gewenen, groes naar de Rakale bij die 18 jaar. Ik ben geboren geworden naar Meidel. Mijn mispoche had een schmaske geweest met hem. Maar ik meen, ik houd ja, ik ben gewoon zeer jong. Ik heb in mijn boek, Becoming Eve, Weren Gave,
Besichav, ich will das gerne übersetzen in Jiddisch. Das ist nicht so Geld in Übersetzen in Jiddisch, aber ich will beenden das Übersetzen in Jiddisch. Ich habe nicht die Zeit, das über zu schreiben allein, aber ich kriege jetzt in dem Buch rede ich ein bisschen mehr von meinen jungen Jahren. Wenn ich gewesen sehr jung, 3 Jahre, 4 Jahre, habe ich schon gesagt, ich will nicht, no spoilers, ich weiß nicht, wie sagt man spoilers in Jiddisch? Ich will nicht weggeben, gar nicht. Aber das ist, wenn ich umgehe 4 Jahre, habe ich schon probiert, ich habe probiert, Kehre zu nehmen von dem. In meine eigene, mit meiner eigenen Hand. Ich konnte schon weggeben, konnte schon ein bisschen das Kästlein von 5-Jährigen. Ich habe nicht gewusst, Bichlal, also es sind auch andere Menschen in der Welt, in der Welt Bichlal. Ich habe gemeint, ich bin der einzigste Mensch, das fehlt so. Ich habe nur gelernt, dass es du noch Menschen also wie mir, wenn ich bin gewesen, 20 Jahre. Das ist das erste Mal, dass ich bin gegangen auf die Internet. Ich habe übergelost, inzwischen mir das auf der Derech oder an der Derech, so das ist das so riefen, aufgefahren. In jeder Schuck, in Chassidisch, jeder Schuck, man ein Rupfuhren von einem Weg. Was ich mir meine, ich meine, es ist ein Rupfuhren, nicht ein Rupfuhren. Das erwähnt sich, wie soll die Kickste tun. Ich bin aufgefahren auf meinen eigenen Weg, wenn ich bin 20 Jahre, jetzt habe ich ein bisschen mehr wie 8 Jahre zurück. Nachdem ich umgehe im Studieren für meine Highschool-Diplome, Hochschule, nachdem der Reihe, nachdem ich sich übergelassen habe, chassidische Gemeinde, habe ich umgehe im Studieren in Columbia Universität. Ich habe studiert Genderstar, mein Studium, eigentlich. Ich habe mir gedacht, was zu sagen in Jiddisch, und in Public Policy. Und nachdem ich ein Jahr nachdem, in 2015, war 5 Jahre, bin ich rausgekommen von die Schafe. Rausgekommen von die Schafe? I don't know, ich weiß nicht, wie das zu sagen. Ja, rausgekommen von die Schafe. Das ist sehr interessant von mir, wegen ich bin auch gerade in der sehr starken Jiddisch und viele gewisse Wörter, was auch sagen, chassidische Jiden in Williamsburg nutzen englische Wörter. Wie bald mein Tat ist gekommen von Israel und sie haben nicht gerät, dem ich gerade kein Hebräisch in der Heim, viele nicht in Israel, das ging nur ein Jiddisch, ein reiner Jiddisch. Als er als auch Werte in der Heimat ist gerät, Mama ist nur Jiddisch, aber es ist noch alles sehr als auch Werte, welche Werte, was Sachen, was sind so nicht gerät von dem in der Heim. Science und Lesbian und Gay und Transgender, das sind so nicht gerät, keine Werte von dem, ja. Und er ausgekommen von der Schaffe in 2015, ja, und da bin ich heim. Ja, ähnlich zu sehr, es ist, ich rede nicht als kein Sache in Jiddisch. Jiddisch ist mein Mama nicht, aber das Kind meine Schoß kann sagen. Rauf von die Kehilles in Gemeinde, das rief von mir zu reden von sein. Ich hab gegeben mehr von 500 Drusches, mehr von 500 Speeches. In Chassidisch Jiddisch hat man gesagt Drusches. Ich weiß nicht, wie man sagt das in... Redes. Ich gebe mehr von 500 Redes die letzten 4 Jahre. Aber dann kommen alle in... Das war Freuen. Ja, und du kennst mich hören? Du hörst mir? Ist das ja? Ja, ich weiß nicht, mein Internet ist von Zeit zu Zeit, entschuldigen, ja. Ist es besser jetzt? Ja, nur von Zeit zu Zeit. Auch wenn die Wetter, die, sag mal Wetter, ich frage mich, jetzt haben wir gesagt Wetter. Ist du ein jüdisches Wort für Wetter? Wetter. Das ist nicht wie MS Jiddisch, das ist Englisch, aber ja. Schön. Also die Wetter, wenn der Wetter ist schlecht, was im Sommer jetzt durch die Hurricane in der Regen ist einfach stark. Ja. Simon, mein Wi-Fi wird schwach. Ja. Und ich will auch sagen, Shuli, du hast dein Namen, ja, Shuli. Shuli, ja. Also, ich meine, das ist das erste Mal, was uns reden wir persönlich. Ich meine, ja. Wir reden ein bisschen auf dem Internet und das ist sehr, dein Massen, dein Leben ist auch sehr, es ist sehr schön und sehr. Danke. Ich hab das sehr lieb, denn es ist mein größtes Geschiebe.
Danke. Und das ist tatsächlich gemacht, der größte Spur von mir. Es ist sehr schön zu hören, also das war teuer, weil ich habe tatsächlich geschrieben, eine Trine basiert auf das war teuer. Von Yitzhak Avinu. Und ich wollte es lernen in meinem Programm Sonntag. Aber es ist, ja, du hast gemacht sehr größer Spur auf mir. Ich habe gelernt ein Buch und gehört dein Interview auf Weibertage. Und ja. Oh ja, Weibertage. Ich habe vergessen zu rechnen, Weibertage. Das ist mein vierter Mal. Ich rechne mich auch mit Weibertage, das ist mein vierter Mal. Ja. Ja, gut. Ich habe gewollt fragen, weil wir sind doch auf einem Festival, was ist gewinnt mit dem Thema von jüdische, weibische Schöpferischkeit. Und ich weiß, dass es nicht davke wegen das sein Transmittik und so weiter, aber ich bin sehr neugierig zu wissen, was like deine Meinung meint es zu sein Schöpferisch. Das ist eine sehr starke Scheile. Ich habe das sehr lieb. Ich muss jetzt auch eine Frage antworten. Ich habe jetzt geschickt einen Link, habe reingelegt in den Chat, was jeder kann sehen. Das ist zu Safari, was das ist auf dem Internet. Das ist eine von den größten Lekiten, von den größten zusammengenommen, sehr sache jüdische Teures und Texten und sehr schöne Sachen. Das habe ich zusammengenommen über 50 verschiedene Teures in Sachen von der Gemurre, von der Talmud, von der Teure, von Chassidische, in Kabul und so weiter. Und das ist eine sehr Sache. Die Teure, was ich habe geschehen, von der Mechelus Lotschewer, das ist nicht der einzigste. Das ist eine sehr Sache. Jiddischkeit ist sehr, sehr queer. Sehr interessant, ja. Vorische Schäferischkeit, ich würde Menschen fragen mir als Sach, bei der ich klar lese, was das meint zu seiner Frau? Was trachte ich mit seiner Frau? Aber das meint verschiedene Sachen und ich meine, dass bei jeder Frau in der Welt meint das andere Sachen. Jeder eine hat sich seine, ihre eigene Meinung und was das meint zu seiner Frau in die gute Sachen, die nicht dabei gute Sachen, alles was kommt mit dem. Aber für mich speziell, ich trachte als Sach, und das ist sehr ähnlich zu sein Ayid. Was das meint, als war Deures, verhinderte in tausende Jahren, wir sind gewähnt Menschen, ob das ist gewähnt jüdische Menschen oder Frauen, was haben gedarft, sehr sach Menschen arim in, sehr sach Menschen haben sich lieb gehabt, in verschiedenen Wegen. Wir haben nicht gehabt keine Rechte, wir haben nicht gehabt, wir haben nicht gekannt, tun, was sind wir gewollt tun, und wir nicht gekannt haben, das Leben, was sind wir gewollt haben. Und so man gedacht, sie sind sehr schäferisch. So man gedacht, treffen wegen, wie er so ins Kämmer leben, in so leben, in einem Weg, was ist emesdig, in einem Weg, was ist stark, in einem Weg, was ins Kämmer tun, was sind sie mal rumgekommen auf dem Welt. Das ist nicht ein chassidischer Weg von Kuchen auf dem Leben. Und ich meine, als zu mir, das ist eine von den stärksten Sachen. Wenn du trachst für Frauen nur die letzte 100 Jahre allein, wo es Frauen haben gedacht, darüber gehen, sie kennen, sehen unsere eigenen Menschen. Und das ist sehr ähnlich in verschiedenen Wegen zu Transmenschen, versteht sich allein auch. Und ich meine, das ist sehr stark. Zu mir, das ist eine von den stärksten Sachen. Und als ich so bin, in dem 21. Jahrhundert, also in Semmer, wo in Semmer, ist es nicht. Doch du sehr sag Arbeit zu tun. Man kann sehen, eine Sache besser, man kann tun eine Sache besser. Aber der Fakt, dass in Semmer wie in Semmer, meine ich, ist ein Eides. Es ist ein Eides, ich meine nicht das Wort in der Klarjüdisch. Es ist eine Eidenschaft, auf in der starke, wie stark in Semmer im Leben, in wie viel ins Kämmer aufziehen, ob es in Semmer macht, also ins Gamer. Und gehen wir was schaffen ein Leben, was ist emesdig zu uns und emesdig zu der Welt. Ja, man fragt sich sehr oft, für was sind denn so viel für jeden euch jüdisch reden ist? Und es sind doch so viel jüdisch reden ist, was einen nicht für, was einen stamm Gebäude in jüdisch reden ist und so weiter. Du bist sicher? Ich meine, dass kommt jeder, was es du. Ja, wir sind eine self-selected audience.
Aber ist doch für dir etwas der Kasche zwischen deiner queeren Identität und das, was du jetzt Jiddisch? Zu mir Jiddisch ist nicht gewesen, nicht gewesen nach Lut. Ich habe nicht machlich gewesen, einzug, als ich gehe studieren Jiddisch. Ich bin geboren geworden am Spruche. Ich meine aber als Sache, die Sibbe für was ich bin auch sehr interessiert in Jiddisch. Und, die Sprache, die ich rede, also wie ich habe gesagt, früher, die Sprache, die ich rede, tagtäglich, ist nicht Jiddisch. Und das ist speziell, ich bin rausgekommen von einem Schaffen, vor 5 Jahren, meine Sprache hat aufgetreten, meine Eltern reden nicht zu mir, von meinen 12 Geschwistern, nur 2 von meinen Geschwistern reden mit mir. Und ich habe mich zu Kindern schon zu reden, kein Sach Jiddisch. Und worauf ich meine, in Chavretes, wo sind aufgewachsen in der chassidische Kehle, wo sie haben auch übergelost, die chassidische Gemeinde, Rauf reden nicht kein Jiddisch auf dem Tag täglich. Viele, ich habe auch Sprachmitglieder, Schwesterkinder und in so weiter, wo sich mir sehen, wo sie haben auch übergelost, die Kehle, aber sie reden können, und sie reden mir kamat ewig, reden mir ins Englisch. Zwischen uns, jetzt machen wir ja solche Witze in Jiddisch, aber es gibt gewisse Wörter in Jiddisch, die man kann nicht übersetzen. Gewisse Sprachen, gewisse Aussprachen, die man kann manchmal nicht übersetzen in Englisch. Aber kurz von dem, jetzt kommt mir nicht aus, kein Sach zu reden Jiddisch. Aber ich habe sehr stark gemacht, dass ich habe sehr lieb, dass die Geschichte der Kehille in die Menschen, mit denen ich klar wusste, was reden Jiddisch, in die Kehille, die leben. In Jiddisch meine ich auch sehr als Sach. Und zu mir, eine von den Sibis, was ich am Machlet gewesen, ist auch sicher zu tun mit dem. Also es ist sehr als Sach, ich meine, ich will nicht sagen, dass es sicher so ist, ja, du sehr als Sach, queerische Menschen in Besreden Hebräisch, aber zu mir, ich habe sehr lieb, dass Bücher in Prosie in Studieren, wo seine Geschichte geworden in Jiddisch, bei Queer Jiden sind sehr stark und es ist sehr, zu mir, das ist ein Weg von sehen Jiddisch und zu sehen ein Transmensch und zu sehen Queer, zu sehen, was ist das, Queer? Ich weiß, das ist du ein Wort, Queer? Finde ich das mal mit Jiddisch. Ja, ich sage Queer. Queer, yes, whatever, ja. Sie sagen euch Österlich, ich weiß nicht. Österlich? Österlich, ja. Oh, ich habe das sehr lieb. Österlich, das meint sehr gut. Ja, Österlich. Ja, ja. Das lieb gut. Das sind wir österliche Jiden. Ja, ich habe das ehrlich. Ja. Ich nehme das. Zeige. Österliche Jiden. Das ist sehr nahe zum originalen Tam von Queer auf Englisch. Ja. Genau, ja. Aber Österlich, ich meine, als Queer, like, in Englisch, ist es gewesen ein negatives Wort. Ja. Österlich ja. Ist kein Mensch gewesen negativ in Jiddisch. In Jiddisch, Österlich meint, sei er geht. Und, Österlich geht, Österlich schein. Es ist sehr gut im Wort. Ja. Okay, sehr gut. ja, danke. Ich danke dir. Ich kann das nicht. Ja, also Österliche Jiden zu mir hat sehr stark wegen. Das ist. Ich meine, ein bisschen, was sind zum Gerät früher auch. Das sind in Jiden, beklagt, das jüdische Gemeinde, das nicht chassidische Gemeinde in draußen von der chassidischen Welt. Das sind Menschen, die haben machlet gewesen, als in Zwilme studieren Jiddisch, in Zwilme lernen Jiddisch, in Zwilme machen Spielen in Jiddisch, in Jiddisch, in Zwilme tun eine Sache mit Jiddisch. Also ich meine, hat sehr, sehr stark zu der österlichen Gemeinde auch jetzt. Wie in Zwilme machlet als Insgamer rausgehen von einem gewöhnlichen Weg von Leben und tun, was es schöner von gewöhnlich. Und ich meine, in dem Weg, das jüdische redende Gemeinde, das österliche, ich habe sehr lieb, österliche Gemeinde, ich meine, ist sicher auch, hat sehr eine Sache, Scheiches. Ich will, ich habe so viele Fragen, und ich will, dass es so bleiben genug Zeit für andere Menschen zu fragen, ist, ich will stellen noch eine letzte Frage, und das ist, wie du hast gesagt, hast schon gegeben, wie 500 Reden über die Welt, wegen in Indien, was ist so privat und so sensitiv und es ist geworden, nicht so privat, hast geschrieben, ein Buch und so weiter, wie so fühlt es, dich
zu reden so oft und so offen wegen dieser persönlichen Lebensweg. Ja, ich meine, ich darf sagen, dass von mir לכל הפוך הזה, אין אונאי, זה שגבי מן החלוטה. זה שיש, יחוב גשכבן הבריב, צמני חברם, חודס הרוב גלייקט אוף הבלאג. זה נשגהי, זה גנץ הבלאג הגהת, דורך הפוך הדו שמצגעת הפור הינדד מנשם עושם דוס גזן, זה נקמת על הגבין חברם. נכון גשכבן הלנג הבריב דורתן, וצריך גשכבן הביסל וגמן לבן, זה סיבה, פעבוס יחוד דוס גשכבן, Ich denke, ich habe gewollt, ich habe schon gehört, genick von Reden zu jedem einen persönlich. Ich habe gewollt, wo ich schreibe einen Brief, die Zeile meiner Lebensgeschichte, und das will ich auch schicken zu allen Gewehren. Ich werde das auch auflegen auf Punenbich, Facebook, auf Facebook und auf Twitter, auf Social Media. Und also ich kann mit jedem einen auf einmal die Zeile meiner Geschichte, die Zeile, dass ich bin eine Frau, das ist mein Name, das will ich aus dem Brief und in Schuhe. Ich habe das geschrieben, das ist gewesen, der 15. in November 2015. Und ich habe das darauf geliked auf den Blog, das ist eine 11 Seite bei Nacht. Ich bin gegangen geschlafen. Schön. Ich stehe auf in der Früh und das hat gehabt über Nacht 20.000 Menschen haben das gelernt. Und Mama ist in ein paar Show, habe ich gehört von der New York Post, in der New York Magazine, in der Daily Mail, und sie alle wollen reden, sie wollen schreiben deswegen. Und die nächsten paar Tage und Wochen habe ich gehört, ich habe Tina so viele Sachen, wo sie gewesen sehr, sehr public, sehr offen. Und ich habe nicht gehabt, keine Zeit mehr, mich zu trachten. Und noch ein paar Wochen habe ich mich auch gesetzt mit meinem Therapist. Ich weiß nicht, das ist ein Wort von dem in Jiddisch, habe ich auch gesetzt. Und ich habe gesagt, wo geht es vor, wo will ich hin? Und damals habe ich gedacht, machen, ist das Lüte, es gewesen mehr, zu ich will, kann er sich schlungen mit dem. Und wie like, ich will sagen, privat, ich will nicht reden zu keinem. Oder ich habe auch ein Ansehen, dass du sehr ähnliche Menschen. Das meint in der chassidischen Kehille, der Digma. Es ist kein keiner. Wie weit ich weiß, es ist kein keiner, was ist aufgewachsen. Es ist ein Mensch, was ist aufgewachsen auf Freie. Wir sprechen noch dem, sie ist gewähnt, ein Chilik von Chabad, von Mama Shapur-Jur, wo sie gewähnt, Schrenz. Aber für keiner, was ist nicht aufgewachsen in der chassidischen Gemeinde, was ist ausgekommen von dem Schaffer, was ist gewähnt, Schrenz, Mensch, Fahrt nehmen. Und ich habe eingesehen, dass es du als erstes Arbeit, was man darf tun, als erstes Arbeit, was ich kennt ihn. Ist damals habe ich mit der Hilfe von meinen Therapisten und ein paar andere Mentors, ich habe machlet gewähnt, dass ich nur ein paar Sachen von was ich reden ist. Und das hat sehr geholfen. Das heißt, ich rede keinmal nicht von meinen physischen Täuschungen. Das heißt, ich rede nicht, ich meine, ja, ich nehme Hormonen und das ist es. Ich sage nicht von keinem, was ich Yoga hat, ich habe gehört, was ich alles getan. Ich meine, das ist zwei Sachen. Ich meine, das ist etwas, was ist sehr privat, aber das hilft mir auch, es hilft auch, unzuhalten zu etwas. Unzuhalten zu etwas, was das ist privat und ich kann noch alles mein privates Leben. Ich rede auch nicht keine Sache von meinem Sinnsleben hat, das heißt mein Kindsleben. Das ist ein bisschen mehr auch, wenn ich halte, dass es sein Leben und er ist ein Kind. Und ich will nicht reden von dem zu viel. Und ich meine, die verschiedenen Sachen, was ich habe, was ich rede, ist, hilft das Sache, unzuhalten zu, noch alles verstehen, noch alles spüren, als ich bin mein eigener Mensch. Und nachdem, es ist nicht das Geringste. Ich kenne schon, dass es sehr gering und ich habe die letzten paar Chadushim sind die Pandemie. Ich fliege aus den meine Redes. Ich habe 400 Redes in der Gewein. Und ich fliege auch in der Welt. Ich bin gewein auf 6 Kontinents und auf über 20 Länder und über 30 Staaten in den Vereinigten Staaten allein. Und ich fliege eigentlich wäre sehr ungemütet. Ich fliege wäre sehr. Ich habe gemeint, dass es öfter ist, dass nur von einem Arimfuhren, als ich sage. Aber ich habe eingesehen, in der letzten paar Duschen, was ich getan habe, mehr von einem redet, nur auf dem Internet. Ich habe eingesehen, dass ich auch gemischt habe von dem Internet. Es ist sehr eine Sache Arbeit. Es ist sehr eine Sache, emotional Arbeit. Es geht eine Sache rein in dem. Aber zu mir, mein Seide fliegt ein bisschen. Mein Seide hat ein paar Hindert eigentlich. Okay? Jedes Jahr,
zwischen 6 und 10 ähnlich um Chassan Agadir. Deswegen, wenn ich bin gewesen, Jink, Heinz hat es schon ihr ähnlich, müsste man viel mehr finden. Vielleicht 6 bis 10 ähnlich. In jeder Chassan, es tut der Schabbos bevor der Chassan, es tut der Schabbos aufrief, es tut der Schabbos noch die Chassan, es tut der Schabbos Schäferbuches. Und zwar bei der Nacht vor die Chassan, es tut sehr Sache, Rebische Mischbuche, das heißt Achusenmo. Das ist eher ein Reversal Party, aber ein chassidische Erzählen. Noch in der Chassene, was nennen wir 8 zu 10 Stunden, halbt sich um 6 in der Mittag und geht bis 4 als Eger in der Früh. Noch du machst auch etwa 7 Tage, die du Schäferbuch ist, und man sieht, da geht die alle Schäferbuch ist. Es sind Menschen verregen im Zimmer, wieso hast du alle Keuch? Das ist so viel Keuch in den 80er Jahren schon. Er sagt der Rebig, Asimche nimmt, Asimche gibt Keuch und Asimche kostet Keuch. Es nimmt Keuch und es gibt Keuch. Man darf nur sicher machen, dass man geht raus mit der Rewech. Man darf sicher machen, dass man nimmt noch, aber man nimmt daraus mehr Keuch, bevor man liegt daran. Und ich meine, das ist zu mir sehendig die Arbeit, und was man tut auf. Schon gewesen noch mehr gewesen, noch alle Epoche, was ich weiß, 7 Menschen, die sind aufgewachsen in der chassidische Kehilles, die sind auch daraus gekommen. Ich bin gewesen, ich habe gehört hinderte, eben nicht tausende meistens von Menschen, was haben mir erzählt, persönlich oder auf dem Internet, was ihre eigene Masse sind, wieso, und das ist nicht, dass du trennst mich nicht, dass du sehr Sachen in die österreichische Kehle, aber auch in Menschen, die kommen von anderen Religien, Menschen, die sind rübergegangen in andere Sachen im Leben, und ich kann sehen, als das Arbeit, was man tut, tut auf. Und ich meine, das auch gibt Keuch. Gut, es bleibt was, halbe Show, was wir haben für Fragen, ist euer... Ja, 20 Minuten, öfter. 20 Minuten? Ja, wer will fragen, etwas. Okay. Ich habe gewollt euch fragen, geht ihr öfter... Halt einen Moment. Ich will nur sagen eine Sache. Ich weiß nicht, dass das auch in Klal Jiddisch, aber in chassidischen Jiddisch, wenn du redest zu Achava, sagt man du. Wenn du redest zu einem, was ist älter von dir, oder ein Lehrer, sagt man ihr, oder man redet, ich hoffe, das ist lieb. Ich will sein Achava, so du ist fein. Okay. Nun, gibst du noch als Klassen auf Frimmel, Limudim, auf Jiddisch amol auf dem Internet, weil das hat mir als Sachfahrer interessiert. Weil das, ja. Das Frimmleben hat mich allemal mich gezielt. Aber wenn ich bin schon gewesen in die 20er Jahren, habe ich schon gewusst, dass ich habe Teile zu Männer. Und es wollte nicht von mir gewesen möglich, zu heranzeugen sich in eine fremde Kehle, weil das wollte von mir gewesen schwer. Aber das fremde Leben hat mir allemal gezielt. Gibt ihr noch als Klassen oder Schmusen auf jeschivische Limudim auf Jiddisch? Ich gebe noch gewisse, ich wollte sagen, gib mir einen Minute, ich wollte schicken einen Link, vergessen wir einen Minute. Das ist, du hast über 24 verschiedene Schmissen, die ich gegeben habe, sind auf YouTube. Das jetzt schicken. Ich gebe auch, ob ihr wisst mich noch gerne auf Social Media, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Wenn der, du sehr sagst, nicht alle Schmisse, die ich gebe, ist offen für jeden. Aber ob du sagst, Schmisse, die ist offen für jeden, wenn ich auflege, dann sage ich, jede Woche du ein Pool. Bei der Fall, der Cholapuch ist eins, was ist offen für jeden. Und ich lege das darauf und du kannst darauf schreiben, ja. So, lass mich das auch in mein, ich lege an. Du hast ein Wort für Link in Jiddisch? Verbindung? Verbindung, ja, sehr gut, ja. Ich lege eine Verbindung in die Chat. Zu mein Social Media und du kennst die Gäste mir noch auf Social Media, hast du es kennen sehen, ja. Okay. Ja. Ich bin neugierig, du hast also jeches in eins Fieber, aber jetzt bist du in ein anderes Fieber, wo idealisch ist Identität ein Beschloss. Aber ich bin neugierig, was meint jeches in allgemein zu dir und was ist dein jeches zu dir? Ja, danke. Jichus, das meint sicher der Älteren in Seides und so weiter. Ja,
Ich krieg das Zeichen wegen, und ich bin aufwachsend, ich als ein Kind, das sicherste gewesen, etwas, was in so einem Gerät auf den, vielleicht mal so gerne, von Kindern Wiegel. Ich weiß nicht, das ist ein Wort, das man nicht das sagt, und Wiegel akre. Das ist nicht meine Sache, ich weiß nicht, das ist auch in Klall jedes Jahr. Von einem Kind in Wiegel haben wir alles gerät von unseren Eltern und Seides und älteren Seides und Rebbes. Und das hat auch mehr von dem. Von wenn ich mir gewinne 3 Jahre alt, die Sache, die Kleider, was ich bin gegangen umgetun, dann gewinne anders von Rav chassidische Jüden wegen meinem Spruch. Und das gewinne beide von Männern und von Frauen. Meine Mama, na Dugme, sie geht Schabbos, geht sie mit etwas, was ist Mama Schakroi. Nicht kein Gizme. Die geht da Koin im Schabbos, aber das ist etwas nur die, was kommen von, ich will recht auflegen auf die Website Alma, habe ich geschrieben, wegen mein Seindig auf die Show of Unorthodox, ist du da ein Bild von dem, ich will recht anlegen, in einer Minute heranlegen, ein Bild von dem, von dem Mama Schakroin, was er gehen im Schabbos. Sich das gewinnt sehr, Mama, das hat gehabt, jede Gehlik von meinem Leben ist gewinnt, oh, du kommst von einer rebischen Mischpuche, das ist, wenn ich bin gewesen 13 Jahre alt, okay, du, ich bin 13 Jahre alt, ich habe umgegeben, weiße Socken. Socken? Ist das etwas, Menschen sagen das in der Schuhe? Weiße Socken im Schabbos. In der chassidischen Gemeinde, es du mamisch 3 Mischpuche, 3 große Mischpuche, aber 3 Mischpuche sind die Welt, wie Buchern, das heißt, als alle, wir sind noch nicht rassen, das heißt, einer, wir sind von, wie ich bin, von Jahr 13 Jahre alt, 18 Jahre alt, was gehen mit weißen Socken im Schatz. Und das ist auch gemeint, dass jeder Mocher, ihr kennt auch, ich gedenkt, das ist das erste Moch, mit gewähne bei einem Tisch. Ein größer, ein Freitisch, Freitag zu Nacht. Und das ist gewähne in Bobbiv, ein Tisch, was hat Freitag zu Nacht zwischen 500 und 1000 Menschen, jede Woche. Und ich habe keiner davon nicht gewusst, wer ich bin. Und einmal sind wir umfragen, um so gut gelernt, dass ich bin an einer Koffer der Bobbiv habe, das ist ein gewähne noch, habe ich es schön. Aber ich komme rein in die Rebbe, seht mir, und, noch eine Minute, ich weiß nicht, eine bei meinem Tier, noch nicht eine Minute. Entschuldigt. Ja, seht mir, und seht, das hat ich bin ungeziehen, ein bisschen anders, und ihr könnt sehen, und rief mich herauf, setzte mich herauf auf den Ovenu. Das heißt, wir sind gewähnt, ich bin gesitzen, fahre jedem, wir sind 90 und 80 Jahre alt. Pushet wegen meinem Spruch. Und ich habe mich gefühlt sehr unbequem, ich habe so gerne mehr Mist. Aber das ist gewähnt, wieso ich bin aufgewachsen. Es ist noch nicht, was ich habe übergelassen, die chassidische Gemeinde. Vor ein Stück Zeit habe ich es gut hören dürfen. Ich bin ein pushet Mensch, lass mich leben, red nicht wegen. Was ist die größte Masse? Ja, mit dem Spruch, ich komme, schau, nu, was. Ich habe sehr, ich habe sehr starke, ich weiß nicht, was zu sagen, aber ich dachte, das auch wegen königlichen Spruch suchen. Schau, nu, wegen den Tate oder den Seide oder den Babel sind gewesen, ein König, wusste das Bescheid? Das käme nicht, ich habe das käme nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, von was die chassidische Gemeinde, von was die Rebbes. Der heutige Rebbes, sehr sagt, von seinen Mist, ob ich mich sagen. Ich sage, da habe ich nicht gedacht, als ich finde, sind viele nicht kein Rabbunen, sind viele nicht kein Gelehrte. Sie sind Pusche der Rebbes, was ihre Seides und Ältes Redes war, 200 Jahre. Sie sind mit Stumme gewesen, sehr, sehr, sehr große Rebbes, sehr große Lehrer. Es hand, es war schlick Zeit, ob ich gewollt reden deswegen. Aber noch, wenn ich umgehe, reden mit Zeitungen, mit den Medien, mit anderen Menschen, jeder einer gewohnt, oh, der Baal Shem Tov, und die Rebbes, jeder einer auch gewohnt, reden dürfen sehr stark. Noch ein Stück Zeit, wenn ich umgehe, trachten dürfen, ich habe eingesehen, als wir nicht so keinen Weg von mir zu vergessen dürfen. Ich meine auch, als uns pflegen wir so, dass ich meine, das chassidische Wort, wir sagen, dass für jeden Mensch, jede große Seide, jede Rebbe, was ist die Seide, ist ein Null. Es ist gar nicht. Es ist ein größer Null. Aber was du sehr sagst, Null ist, und du bist nicht eins, du bist gar nicht, du bleibst mit gar nicht. Aber die Pflege sagen, ob du bist etwas, das heißt, du bist der Eins, und auch was das sagt Null, das sagt Zeros, dann bist du ein Million, ein Billion, ein Trillion.
Ich habe das genommen sehr stark in der Gemeinde, dass ich so ich kicke sein tun. Ich halte sehr stark, ich habe sehr lieb und ich trage das Sach, was das meint. Und das, der Chav. Es liegt darauf Archiv. Es meint, dass ich habe Archiv, ich darf tun mehr wegen meinem Spruch. Wegen Menschen kicken auch, wegen Menschen hören sie, zu was ich so. Und ich meine, als ja, es ist sehr schön, es ist du sehr, ich bin mamisch obsessed, weil ich weiß nicht, wie man sagt das in Jiddisch, aber Genealogy, das ich ist, ich studiere sehr eine Sache. Ich habe gelernt sehr eine Sache, Sachen, was mein Spruch hat, mein Kämmel nicht gesucht, wegen mein Jiddisch gesucht. Ich habe getroffen, eine große Heilig für meine Tante, die auf dem Spruch, die ich gerade habe Vetter, mit meinem Seder gerade habe Vetter, es ging Vetter Pinchas. Und mir haben gesucht, dass er gehärtet geworden in der Milchome. Ist er gehärtet geworden, ist schön. Ich habe studiert Jiches auf dem Internet vor ein paar Jahren. Und letztes Jahr habe ich gelernt, dass er nicht gehärtet geworden ist. Er hat 4 Kinder. Er ist aufgegangen in Israel. Seine Kinder leben schon nicht, wo seine, aber seine Einiglichen, seine Ehreinigliche, seine Männer, zweite und dritte Schwester Kinder, sein Leben sind sehr schön und sind aber freie Jiden. Sind nicht fremd. In meinem Spruch mache ich, wenn sie existieren nicht. Aber ich habe wegen meiner Jiches, wegen ich habe lieb meiner Jiches, habe ich gekannt, mache auch mal ein Kescher mit sie, haben wir nicht sein mit sie. Ich bin gewesen, wenn ich bin gewesen in Israel letztes Jahr, ich habe studiert durch ein Zimmer in der Sholem Hartman Institute in Jerusalem. Und sie haben genommen, als wir gehen an Shabbos noch Mittag, haben wir gerade eine große Siede in Tel Aviv mit 40 von deren Sprüche mitgegeben. Man ist die ganze Sprüche von Vetter Pinchas eigentlich. Sie sind gekommen und sie gehen sehr schön. Ich meine, als wenn ich tracht von Juches, es darf sein, es darf uns machen, spüren, aber das ist Archiv, es ist ein Schreibes. Es meint, dass uns darf mir, und willst du reden deswegen, du kannst nicht nur reden deswegen, oh, how cool, uns kann nicht nur reden deswegen, oh, das ist sehr schön. Es ist sehr schön, ob uns verstehen, als das meint, als uns darf man auch retten mehr. Ich meine, also in Jiddischkeit bin ich klar, wenn man redet von dem. Die Gemorre, die Talmud, redet von dem Sache auch. Wenn uns die Mama in ihre Ovis oder in ihre Eltern, wenn man sich aufgeht, dann ist das noch besser für uns. Aber wenn man sich nicht aufgeht, macht es nur Ärger. Das ist der Weg, wieso ich Kraft von ich ist. Ich hoffe, das hilft, das einfach dein Schal ein bisschen. Danke. Noch etwas Fragen? Oh, Entschuldigung, ich habe gemeint. Sehr gut. Okay. Okay. Dann Paul. Ich habe Fragen. Ja, du hast ein Buch geschrieben und sie... Du willst es übersetzen auf Jiddisch und sie willst du etwas schreiben anders, Efscher. Für was hast du geschrieben? Zu erzählen oder willst du etwas als mehr schäferisch sein, mitschreiben und du tragst, Efscher schreibe ich mehr Bücher. Efscher auf Jiddisch, nicht auf Englisch. Und wie ist es also, wie tragst du zuerst auf Englisch, wenn du schreibst das Buch auf Englisch oder auf Jiddisch und was darfst du übersetzen ist auf Englisch? Ich frage. Ich mag lernen, ich hoffe, Sie haben in Schule mich nicht argen von dem, aber ich mag lernen ein Stück in Englisch. Ja. Ich lerne etwas für mein Buch, ob das verstehe. Almost all of the dialogue in this book was originally spoken in Yiddish. When translating from any language, it is difficult to avoid slight mistranslations. And it is especially true when translating from Hasidic Yiddish, a language and dialect that has no formal method of exact translation. The sense for is, ich tracht bedeich klar, hey, ich tracht ich schon mehr in Englisch wie in Yiddish. Aber wenn ich auch geschrieben den Buch, ich hab das mamisch alle, das Buch geht nur bis 2012. Das ist,
This is about overwachsen. Het is niet about wegen überlassen. This is wegen overwachsen, niet wegen überlassen die kinderen. Dus kijk dan in bericht nummer 2, in bericht nummer 3, is nog te zeggen wat we gaan kennen. En dus ik meen dat het gevecht voor mijn kind zijn schifferisch, we bedoelen schrijven. Dat is zeker al zo. Ik draag wegen mijn bier in Engels als creative memoir. Ik meen zeker als dus ik had gedacht makkelijk zijn welke meesters ik wil erzählen, dus ik wil erin schrijven. Dus het is zeker als ik wil het bezetten in Jiddisch, maar het kan zeker niet zijn waarom is een overgezetting woord voor woord. Ik meen in Jiddisch, ik heb dus er een zaken die oorspreek. Was ich habe immer gesagt, kann man nicht mal übersetzen. Und ich meine, dass in Jiddisch, das Buch in Jiddisch wird dann eine Sache rache. Und das ist eine Sache mehr zu der Zeilen in bessere Wörter, in bessere Aussprachen in Jiddisch, was ich, wie ich kenne in Englisch. Und das ist eine von den Sibis, wo ich will das übersetzen in Jiddisch. Und ja, ja ich habe also Eindruck, oder ich habe mehr Zeit, oder ich habe das Geld, die arbeiten mit einem, das kann das übersetzen und ich habe wirklich arbeiten auf übersetzen, die Aussprachen, also soll sein. Die hat andere Sachen, was ich trage, das sage ich. Ich schreibe ich das, schreiben in Chassidisch in Jiddisch. Wegen das ist die Sprache, was ich bin aufgewachsen und auch wegen, es sind nur Sachen mehr Menschen, was sie lernen in Chassidisch in Jiddisch. Ich meine, dass die, man geht es nicht verkaufen in Chassidische Büchergeschäften. Aber ich meine, dass man sehr, sehr sache ist, dass jeden, was lehnen ich kann, geht in Englisch oder lehnen ich kann Englisch beklagen, was wollen das lehnen in Jiddisch, besorgt. Das ist unkennend und nicht witzig. Es wird interessant sein, euch zu lehnen in einem Klass, für alles, ich meine, in Akademie oder in Klassen, jetzt online auf Internet. Ich wollte gewollt fragen euch, du redest wegen Klassen. Ich weiß, Lachana Puch ist von einer Klasse in Columbia. Diese Action, die gehen nicht an jüdische Klasse, aber ich habe sehr gesagt, von den Sachen, die ich habe übergetauscht. Also, bedeutet klar, sehr gesagt, was zeigt schon über, ob schreibst du speziell, ob du schreibst ein akademisches Buch. Sie wollen auch dieses Nutzen des akademischen Jiddisch. Das ist insofern nicht so getan. Ich habe übergetauscht, Wort für Wort von der chassidischen Jiddisch, auch nicht das chassidische Jiddisch. Auch Moschel, Digme, Rav Menschen beschreiben, viele, die sind aufgewachsen in chassidische Kehilas, dass sie schreiben Shabbos, schreiben sie Shabbat oder solche Sachen. In dem Sinne sehr, alles ist Zaidi und Babi in Shabbos und Tati und Mami und zum Gott sehr, sehr wert in der MS in Jiddisch und in der chassidischen Jiddisch, viele im Englischen. Aber es ist wichtig zu wissen, wie so Menschen reden in der Realität und nicht da, ja. In die Bücher von Klassiker, ja? Und ja. Was wollte ich gewollt noch fragen? Ah ja, ob es ist gewesen, Poschete, du, wie so mir sagt, bist rausgekommen aus der Schafe und du hast da Sachreden gegeben, ja? Das Speech, gesagt. Und es ist gewesen, Poschete zu schreiben, oder zu reden wegen dem. Was sagst du? Das ist sehr interessant. Ich meine, dass ich würde sagen, dass für mich persönlich ich bin nicht sicher. Ich meine, dass ich würde sagen, dass das ist andere Sachen, was du kannst schreiben und was du kannst reden. Ich meine, dass ich habe nicht gemacht, kein nicht von Zettel, von Papier. Das heißt, wenn ich, viele, wenn ich rede, ich habe gegeben an Schmies, es ist noch in 5 Minuten, aber ich habe geredet von 100.000 Menschen, lebendig. Und das ist auch gewesen auf Television, Papier trägt. Ich habe nicht gerade gar nicht, nicht keine Notizen, nicht kein Papier, ich habe geredet normal, ich habe lieb zu reden von Herz. Aber ich meine, also, was ich habe sehr lieb, und ich kann das nicht tauschen, aber ich meine, also, zumal, ich rede nicht Mammisch, wo seine Mammisch die beste Sachen und das mehrste, interessanteste Sachen. Ich rede, was kommt daraus. Wenn man schreibt, ist du mehr Zeit, mach es zusammen, wo du willst schreiben, wieso du willst du schreiben. Es kann sein mehr, mehr glanzendig. Getting more polished. Mehr glanzendig, mehr sicher, wo du willst sagen. Also, ich meine, also, du gibt es Sachen in einem Schreiben, du gibt es Sachen in einem Reden, sie sind anders, oder nicht dieselbe Sachen. Und es sind beide verschiedene Wege, wie soll es sein, mehr schäferisch, wie soll es
het gaat in de wegen. En ik rijk ze zijn een gemeen als dezelfde geet, nu doe ik me redden, schrijven en nog net ook het doe publiceren video's. Dus ook het andere mijn weg van redden en van redden en van proberen ze maken als andere mensen dan verstaan in zijn leven, in zijn wat ze geen betoog en dat zo verder. Beter. Ja, dank. Oh, dank. Nou, ik weet nog als voor als ook mensen ze sporten te schrijven, als ja. Koedem kool de bestellen met dem schrijven en du weißt nicht, wer lehnt nach dem, ja? Und ja. Wenn man redet, du redest mit dem Eulen und also ja. Es ist anders. Ja, ja danke. Ich meine auch, dass sorry, bin ich tue den Namen gut? Ja, sorry. Ich meine, du sagst das auch, Vater wegen des Jiches. Und ich meine, das ist eine von den guten Sachen, was ich gerade wegen meinem Spruch habe. Es ist, als ein sehr jünger, wenn ein sehr jünger, haben wir uns, das ist mein Tate, der du gemacht hast, als Eibegewinner ein Redner. Und von, wenn ich in meiner Seite sind ein Redner, sind alle gegen Rabunen. Von mir sehr jung, ich bin gegangen ungetein anders, und ich habe auch, ich bin geworden sehr zugewohnt zu Menschen, kicken auf mir, zu Menschen. Ich meine, dass ich Menschen, wenn sie reden, sind sie um sie ein bisschen mehr, sie sehen normal, zu trachten, wie sie hört bei uns und so weiter. Von mir, in der Heilung, wegen meinem Spruch, und wegen wie ich bin, dass ich hier seid, ich habe keinen Mensch, ich kann nicht mehr zu reden. Und, ich meine, dass wir nicht mehr nach 8 Jahren auch zu kommen, zu einem Platz im Leben, wie es geht mir nicht stark, und ob du hast mir nicht schlief, dein Problem. Und ich meine, dass es sich viel erzeugt, wenn ich gerät, aber ich gehe zu schlief, und was ich sage, kein Problem, was kann ich denn? Was hilft auch, dass ich sage, wenn ich rede, also ich kann nicht mehr oben, zu reden für Menschen. Eider mir endigten, ich habe gewollt dir sagen, als du in New York in der LGBTQ-Synagoge einer von den Rabbien, heißt Mike Moskowitz. Er stammt von einem misnagdischen Mischbuch und sein Ziel ist zu helfen Menschen, wo sie gekommen von auf der Derech und speziell mit Transmenschen. Ja, ich weiß das, ja. Und so ins Album, in so eine Sache, redest zusammen, in so den geschriebenen Sachen zusammen, ja. Ja, ich rede mit dem Asach auf Jiddisch, aber er geht Klassen auf Limudim in Englisch, weil dort nicht ja. Menschen reden Jiddisch. Ja, sehen Jiddisch ist auch, ja, ich meine, sein erste, sein Mamelusschen ist Englisch. Ja. Aber er redet Jiddisch, er kennt Jiddisch. Er redet Jiddisch, ja, er redet Jiddisch. Ja. All right, good. Well, thank you. Thank you, Abigail. Thank you all. And I understand that you will be looking for that in the other program. Do you want to have my program? Später will ich reden wegen andere. Besser? Okay, good. Yeah, it's Zuntik. Weil ich sich führen mit dem Programm wegen meiner Poesie, was ich habe geschrieben. Eide dem, was ich bin raus von der Schaffe, mit Joel zurück. Ich habe geschaffen mein erstes Konto auf Social Media mit der weibischen Nomen, Shuli Alisheva. Und habe geschrieben, es sagt Poesie auf Jiddisch, weil das ist gewesen, nur von mir, sich auszudrücken in einer Sprache, was ist mir sehr teuer, was Strophen meiner Gewehren wollen nicht verstehen und viele sie sollen ja verstehen, weil sie nicht wissen, als das bin ich. Was schreibt das? Ist ich gehe damit euch meine Poemes und es wird eine Gelegenheit für die Unternehmer in dem Programm zu lernen, die Poesies als Lernkreis und ich will reden wegen, wie soll ich habe geschrieben die Poemes und für was und was ist der Bedeut. Und sie, wenn ihr wollt, sie lehnen ihn für euch. Ich schicke euch einen Link in einem Schmuskastel zu meinem Webort, wo ihr könnt lehnen die Poemes. Und ja, das ist was ich tue am Sonntag. Und es ist sehr modern, was andere Menschen interessieren sich in meinem Leben. Aber wie Abigail schon, das ist das Leben von
when amateur versus transmenic when as I often is good. Das was wunderlich und das wird sein das Soft von unser Festival Soft Programm Sonntag, ja. Und eider mir mir machen schulis Programm, haben mir auch ein Programm wegen Dora Diamant, sie ist gewesen die letzte Liebhaberin von Kafka, Franz Kafka, und wir werden erlernen, was sie hat geschrieben, auf Jiddisch wegen Schlomo Michols, das wird sein Donnerstag, Tage in ganzem auf Jiddisch. Und Schuli, dein Programm wird sein, sei auf Jiddisch, sei auf Englisch, ja? Ja, es wird sein, ich weiß nicht, wir haben schon beschlossen, es wird sein, im Ganzen auf Jiddisch, ich will haben englische Übersetzungen von die alle Poemes. Ich habe gemeint, dass du es gewollt, ich soll reden auf Jiddisch, aber ich bin nicht sicher. Wir wissen nicht, was Menschen wollen. Wir wollen gucken, öfter will ich fragen bei Menschen, was ist besser für sie. Okay. Das, ja, aber no, ob es ist auf Englisch, öfter mehr Menschen wollen, kommen. Wir wollen. Well, ich habe schon gegeben ein Programm in Freeling auf Englisch, was ist auf YouTube. Is ob man will erzählen auf Englisch, ist schon ein Video auf YouTube, was man kann hören, aber ich habe es noch nicht gemacht auf Jiddisch. Das ist schon gedacht, es darf zu tun auf Jiddisch, weil ich habe es noch nicht getan soll. Okay, okay. Ja, ihr könnt euch schreiben in den Chat, was ist besser für euch. Efter, euch willkommen. Und später werden wir anheben in Schäferische Verstatten. Rap Neuech wird lernen, wie zu schreiben für Vorwärts. Das wird anheben Freitag. Und nach dem 16. August habe ich mit der Theaterverstatt. Wie soll ich mein Theater auf Zoom? Ja, so ich schreibe mir für Theater auf Zoom. Man wird schreiben eine Pjäse wegen Corona und später wird mir vorstellen eine Pjäse. Und wer es wird willkommen. Menschen können schreiben, spielen, vorstellen. Das ist offen. Jeder einer tut, was sie wollen. Das ist unser Konzept. Und ihr werdet gefunden einen Link oder eine Verbindung. Ich sage ein Link. Verbindung euch hat in Chat zu allen die Programmen. Nun, no, danke euch alle, danke Abi, das ist gewinn ein größer Vergnügen, danke Schuli, sehr gut gemacht, Schkoyach. Jana, ich sehe, das ist rekordiert, das geht dann auf die Internet? Ja. Nein, das geht nicht, aber ob du willst, wir können es so stellen auf dem Internet. Wie du ich wollte ehrlich gesagt, ja, oder ob die Kästner es schicken, ja. Okay. Das können wir tun. Man muss doch hoffen, dass der Leuven ist von dir und von Schuli und alle anderen Menschen, ja? I'm done, yeah. Ob Amateur ist nicht Maskim, sei also gut und sag uns, okay? Von der Gruppe. Ja, wir können heute stellen ein Smiley-Emoji. Ja, ja. Ob du willst nicht, dass das von uns so sein auf dem Internet. Ja, das ist schon geschehen früher mit uns. Wir haben etwas Ähnliches getan. Schön. Okay. All right, it's all good. Oh, ich habe nicht gesagt, dass wir heute da bei Jana Lehrerskomitee und Sonntag treffen wir sich zusammen und reden, wie so lernt man in der Akademie wegen Gender auf Jiddisch. Sehr schön. Ja. Okay. Das kommt vor Sonntag. Das ist unser Gender Woche. Ja. Ja. Okay. Ich hoffe, dass alle Links sind da. Einen großen Dank. Einen guten. Hi. Seid ihr alle gesund. Ein Dank.